Hallo, hallo. Ah ja, man kann mich hören. Sehr schön. Okay, ich werde mich nicht hinsetzen. Ich glaube, ich stehe lieber. Ich bin es eher gewohnt, im Stehen zu reden. Ich bin Jirka Deloro Friedl. Ich bin Professor an der Hochschule in Furtwangen für Anwendungskonzeption und Game Design. Und da setze ich mich auch nie hin in der Vorlesung, sondern dann stehe ich rum. Ich bin hier, um euch Sound of Magic vorzustellen. Und bevor ich jetzt ganz viel erzähle, lasse ich erstmal ein kleines Video abfahren, was schon mal einen groben Einblick gibt. Und dann werde ich auch noch ein bisschen mehr zu mir erzählen. Und zu dem Spiel. Schauen wir mal, ob das hier klappt. Der Mensch, ein fantasiebegabtes Wesen. Dank seiner Fantasie kann er sich die unglaublichsten Geschichten vorstellen. Und dank seiner Sprache kann er diese Geschichten anderen Menschen erzählen. Jeder macht sich dabei sein eigenes Bild. Deswegen kann man mit Büchern und Hörspielen seiner Fantasie so wunderbar freien Lauf lassen. Dieses Erlebnis bieten wir jetzt auch in einem voll interaktiven Spiel. Mit einfachen Gesten bewegen sich die Spieler frei in der Hörspielwelt. Vor mir befindet sich das Meer, das heruntergekommene Gasthaus. Führen Dialoge. Ihr seid dann wohl der Anführer der Banditen. Ha! Was hat mich verraten? Verwenden Gegenstände. Der Schlüssel hat tatsächlich gepasst. Lösen knifflige Rätsel. Was denn? Ich kann hier gar keinen Eingang erkennen. Und erleben so das Abenteuer der eigenen Vorstellungskraft. So, okay, man hat jetzt ein paar Stimmen gehört aus dem Spiel und vielleicht so eine grobe Vorstellung davon bekommen, es geht um Fantasie. Es geht jetzt nicht nur um das Genre Fantasy, das haben wir tatsächlich mit der ersten Produktion auch abgedeckt, aber es geht um die eigene Fantasie, was ich mir als Mensch vorstellen kann und wie ich damit vielleicht spielen kann. Das Ganze ist nicht ganz so leicht zu begreifen, deswegen kann ich gleich schon sagen, egal was ich jetzt hier erzählen werde, ihr müsst es spielen, um zu verstehen, was tatsächlich mit euch passiert. Ich kann jetzt ein bisschen die Hintergründe aufdecken. Was ich also jetzt erzählen möchte, ist erstmal ein bisschen, was Sound of Magic tatsächlich ist. Ich möchte euch das Team vorstellen, die Macher, die Motivation, warum wir überhaupt an so etwas rangegangen sind. Denn was wir da erschaffen haben, ist tatsächlich ein völlig neues Medium. Sowas gibt es bislang noch nicht. Werdet ihr gleich merken. Man kann es grob dem Genre der Audiogames zuordnen. Da gehe ich auch noch mal ganz kurz drauf ein. Ich erzähle euch noch, warum wir das für Smartphones entwickelt haben. Wir sind auch noch an anderen Plattformen dran, aber die vordringliche Plattform ist tatsächlich das Smartphone. Das ist derzeit ideal. Ein bisschen stelle ich die Entwicklung dar, die Herausforderung, der wir uns gestellt haben, und werde dann auch noch mal einen kleinen Ausblick präsentieren und ein Fazit ziehen. So, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit rumwedel, gehen wir auf die nächste Folie. Na? Da. So, also, Sound of Magic ist ein interaktives Hörspiel. Ich stelle mich doch hier hin, dann kann ich nämlich da drauf gucken. Man steuert einen Hörspielcharakter in einem Hörspiel. Dieser Charakter kann mit anderen Hörspielcharakteren interagieren, er kann Gegenstände einsammeln, kombinieren, an anderen Stellen wieder anwenden, später lernt er auch noch zaubern. Wer sich mit Games auskennt, der merkt, es ist eine klassische Adventure-Game-Mechanik, die wir da eigentlich umgesetzt haben. In dem Spiel sind über 50 Charaktere und das ganze Spiel dauert etwa 9 Stunden. Das Spannende ist, das ganze Spiel findet nur im eigenen Kopf statt. Ich habe da hinten einen Stand, wenn man den Leuten zuschaut beim Spielen, die wischen nur auf einem schwarzen Bildschirm herum. Man sieht nichts. Aber sie haben einen Kopfhörer auf. Das heißt, das Spiel geht direkt durchs Ohr ins Gehirn. Und die ganze Spielwelt, die entsteht nur im eigenen Kopf. Und da läuft man drin rum. Es ist ein auditives Computergame. Das ist die andere Herangehensweise. Wir haben ein Hörspiel, was wir um Interaktion erweitert haben. Man kann auch sagen, wir haben ein Computergame,
dass wir um die grafische Darstellung beraubt haben. Das Spannende bei einem Computergame ist, dass ich halt eine vollständige Identifikation mit meinem Charakter, den ich darstelle, habe. Anders als beim Hörspiel, das merkt man dann auch, wenn die Leute hinterher darüber sprechen, was hatten sie da gerade erlebt. Die sagen dann, Bibi ist auf Kartoffelbrei durch die Gegend geflogen. Hier würde sie jetzt sagen, ich bin auf Kartoffelbrei durch die Gegend geflogen, weil sie sind dann Bibi Blocksberg. Und bei uns in unserem Spiel in Sound of Magic sind sie, ich will jetzt nicht spoilern, das findet man dann raus, wer man eigentlich ist. Aber man spricht von sich selbst, weil man es tatsächlich aus der ersten Person erlebt und man steuert sich eben durch die Landschaft. Ganz kurz, ich will jetzt keinen langen Vortrag halten, das mache ich in der Hochschule, aber wichtig ist, was ein großer Unterschied ist zum klassischen Hörspiel, typische Eigenschaften, die ein Computerspiel bietet, ist einmal ein Flow erleben, das heißt, dass die Herausforderungen steigen mit den Kompetenzen, die ich während des Spiels gewinne. Wenn das in einem guten Verhältnis zueinander passt, dann habe ich ein schönes Spiel, in dem ich mich immer herausgefordert fühle, nicht frustriert, aber auch nicht überfordert, sondern das passt eben zu dem, was ich kann und tue. Ich erlebe Autonomie, ich kann frei entscheiden, ich kann mich frei bewegen. Wenn ich Leuten Sound of Magic vorstelle, dann sagen sie oft gerne, ah ja, das ist wie so ein Abenteuerbuch oder wie ein interaktives Hörbuch. Nein, das ist was völlig anderes. In einem interaktiven Hörbuch, dann höre ich Geschichte, ganz viel und dann darf ich entscheiden, gehe ich durch Tür A oder durch Tür B. Und dann kommt wieder ganz viel Geschichte. Okay, das heißt, man hat da einen Baum, der sich auftut und meistens gehe ich nur einen Ast lang und dann ist das Ding zu Ende. Die anderen Äste sehe ich nie. Es ist sehr aufwendig, das zu produzieren und das Autonomieerleben habe ich eigentlich nicht, weil ich bin nicht wirklich der Herr der Lage, sondern ich darf nur ab und zu mal ein bisschen mitentscheiden. In Sound of Magic ist es so, ich bin voll autonom. Das heißt, wenn ich nichts mache, macht meine Figur auch nichts im Spiel. Ich steuere die tatsächlich, wie man im klassischen Computergame, wo ich einen Controller in der Hand habe und nach vorne drücke, dann geht sie nach vorne. So ist es auch in Sound of Magic. Das heißt, ich bin tatsächlich der Herr über diese Figur und über das, was in dem Spiel passiert. Kompetenz ist etwas, was in einem Computerspiel entsprechend dargestellt wird. Ich merke, ich erlange Kompetenzen, ich verstehe dieses Spiel immer besser, ich weiß, wie ich mich verhalten muss, was ich tun kann und kann das gezielt einsetzen. Das heißt, ich mache mir vorher Gedanken, ich muss dahin gehen, dann muss ich dahin gehen, dann muss ich das machen, dann muss ich mit dem reden, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwas von dem, das hat er mir vorhin versprochen und dann muss ich zu dem anderen gehen, muss ihm das geben und dann finde ich den Ausgang. Okay? Und Integration heißt, dass ich das Gefühl habe, nicht alleine zu sein in der Welt. Deswegen haben wir da auch 50 andere Charaktere mit drin. Also ich habe ständig irgendwelche Charaktere, mit denen ich zugange bin. Das sind die Macher. Den kennt ihr schon, das bin ich. Ich fange mal von rechts aber an. Kevin Scherer, der hat das Ganze kodiert. Wir sind nur 4 Leute derzeit, wobei ich sogar eigentlich nur eine Randfigur bin. Meine Rolle werde ich gleich nochmal erklären. Er hat letztendlich die ganze technische Realisierung gemacht. Vanessa Ries hat das Game Design gemacht. Die hat die Geschichte geschrieben, aber auch wie das Spiel tatsächlich funktionieren soll. Die ganzen logischen Verknüpfungen in dem Spiel, die sind von ihr. Und wie das Spiel auch wirklich gut funktionieren kann. Und dann natürlich, es ist ein Audio-Game, Sound ist extrem wichtig. Und da hat sich dann einer praktisch nur um den Sound gekümmert. Und das war der Jan-Karl Ewald. Alle 3 haben an der Hochschule in Furtwang studiert. HFU steht für Hochschule Furtwang University. Dort bin ich Professor. Sie haben bei mir ihren Bachelorabschluss gemacht und sie haben auch bei mir ihren Masterabschluss gemacht. Den Jan habe ich auf ein anderes Projekt angesetzt, aber Kevin und Vanessa, die hatten schon ihre Masterarbeit zu diesem Thema Sound of Magic geschrieben. Weil ich hatte gesagt, da kommt jetzt meine kleine Rolle. Ich hatte die Idee vor vielen Jahren schon. Wie würde sowas aussehen, wenn man es wirklich gut machen wollte? Wie müsste man das tun? Und das war dann entsprechend die Masterarbeit. Die haben das wissenschaftlich untersucht und haben die ersten Prototypen entwickelt. Da komme ich gleich später nochmal dazu. Ich beschäftige mich eben wissenschaftlich mit Games. Ich bin auch nicht der einzige Game Design Professor in Deutschland, da gibt es mittlerweile einige, also es ist tatsächlich mittlerweile eine Wissenschaft, allerdings noch eine sehr junge, da gibt es noch nicht so viele Erkenntnisse, wo man wirklich sagen kann, das ist es jetzt und anders geht es gar nicht, sondern da gibt es viele Meinungen und unterschiedliche Ideen.
Was wir als Wissenschaftler halt gerne machen, ist, wir versuchen, unseren Gegenstand irgendwie zu beschreiben und auch Kategorien zu finden, um irgendwie Sachen einzuteilen, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Klassisch ist eigentlich so, ich teile Computergames ein in Genres. Das ist das, was man so in Zeitschriften findet, was der Markt eigentlich immer so entsprechend als Kategorie anführt. Aber das ist sehr unscharf und die ändern sich auch dauernd. Das ist nichts, womit wir wirklich gut arbeiten können. So versuchen wir also andere Kategorien zu finden. Wir versuchen, unerforschte Gebiete aufzudecken, auch zu schauen, wo fängt Spiel an, wo hört es auf? Was sind die Grenzen unseres Forschungsgegenstands eigentlich? Und dadurch können wir vielleicht auch neue Anwendungsfälle und neue Märkte entdecken. Und ich habe hier mal gerade so eine kleine Tabelle mitgebracht. Das war mal so ein Ansatz, wo ich einfach mal geschaut habe, die logische Dimensionierung eines Spiels gegenüber der grafischen Darstellung eines Spiels und der Dimension, die man hat. Ich möchte jetzt gar nicht so lange drauf eingehen. Aber es gibt halt verschiedene Dimensionierungen, die man in einem Spiel machen kann. Sowohl in der einen wie auch in der anderen Achse. Und dann sieht man schon, okay, das hier ist ziemlich klar, dass hier Lücken sind, weil wenn ich praktisch nichts bewegen kann in dem Spiel, muss ich es auch nicht von vielen Perspektiven ansehen können. Das macht keinen Sinn. Aber wenn ich, je mehr ich bewegen kann, in je mehr Dimensionen, umso interessanter ist es vielleicht dann auch entsprechend meine Perspektiven dementsprechend anzupassen. Und da ist zum Beispiel so ein kleiner Fleck, da sind wir auch im Experimentieren, ein Spiel zu machen, was wirklich in drei Dimensionen funktioniert. Das haben wir praktisch nicht. Die meisten Spiele, die wir haben, funktionieren eigentlich in zwei Dimensionen, auch wenn ich eine dreidimensionale Darstellung habe. Aber in der Regel sind das alles auf flachen Ebenen da gespielte Spiele. Das ist aber jetzt nur ein Thema. Das andere ist, ja, was ist denn eigentlich hier drüben noch, wenn ich also noch nicht mal mehr ein Standbild habe? Es gab und gibt auch immer noch Text-Adventures zum Beispiel. Das waren ganz frühe Computergames, die fanden nur über Text statt. Da habe ich gelesen und habe auch meine Befehle eingetippt. Das waren teilweise richtig tolle Games, das waren Adventures auch. So kam eigentlich auch das Adventure-Game-Genre erstmal zustande, über solche Text-Adventures. Aber da habe ich immer noch eine bildliche Darstellung. Und was passiert denn eigentlich, wenn ich gar nichts mehr auf dem Screen habe? Das wollten wir dann natürlich auch mal untersuchen. Was passiert da? Da kommen wir zu dem Thema Audiogames. Audiogames gibt es im Prinzip auch schon ziemlich lange. 1974 ist so ein einfaches Tonsequenzspiel rausgekommen. Touchbeat von Atari. Das kennen Sie bestimmt auch schon. Da kriegt man so eine Ton- und Lichtersequenz und die muss man einfach nachtippen. Und jedes Mal, wenn man es geschafft hat, kommt ein neuer Ton dazu und die Sequenz wird immer länger. Ich muss einfach diese Sequenz auswendig lernen. Das ist das ganze Spiel. Das kann man auch rein auditiv machen. Meistens ist ein Lichtimpuls, ein Lichtsignal noch dabei, aber man kann es rein nur die Melodien nachspielen. Das war ein einfaches Audiogame. Ansonsten, ja, es sind mittlerweile ziemlich viele Audiogames erschienen, aber in der Regel, wir haben das ein bisschen untersucht, richten die sich alle an blinde und sehbehinderte Menschen. Sind dann Orientierungsspiele, dann muss ich hören, wo kommt der Ton her und muss mich da hinrichten und muss da hingehen. Und das Hören wird zur Herausforderung dabei. Oder es wird versucht, durch den Hörsinn die mangelnde Sicht zu kompensieren. Ist eine eigene Herangehensweise und es ist dann immer, hat so ein bisschen einen komischen Geschmack. Weil die Leute dann auch, die Game Designer oft, das Fehlen der grafischen Ausgabe begründen. Das heißt, ich starte das Spiel und es wird mir erstmal erklärt, warum ich jetzt blind bin. Warum ich nichts sehe. Und das ist eigentlich komisch. Wenn ich ein Buch aufschlage, habe ich noch kein Vorwort gelesen, in dem da drin steht, es tut mir leid, wir zeigen dir keinen Film, du musst die Information aus diesen kleinen gedruckten Zeichen entnehmen. Habe ich noch nie gesehen. Man liest einfach. Und es ist sehr sonderbar, dass gerade unsere gesprochene Sprache, die eigentlich die ursprünglichste Erzählform ist, nicht genutzt wird in Computergames ausschließlich. Weil wir erzählen uns die ganze Zeit Geschichten. Das ist etwas, was völlig natürlich ist. Und wir sagen auch nicht, es tut mir leid, ich kann dir jetzt keinen Film zeigen, du musst mir jetzt zuhören, jetzt kommen Luftschwingungen an, dein Trommelfell wird gleich vibrieren, schau mal, ob du die Informationen daraus extrahieren kannst. Es passiert irgendwie nicht, man entschuldigt sich immer dafür, warum wir jetzt kein Bild zeigen.
Und das ist eigentlich total widersinnig. Das haben wir einfach entdeckt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das mal ein bisschen anders. Wir haben dafür das Smartphone hergenommen, weil wir sagen, okay, Smartphone ist eigentlich ziemlich klasse, hat ganz viele sehr positive Eigenschaften, die wir gut gebrauchen können. Ich muss ganz kurz mal was trinken. Ihr könnt schon mal lesen. Man soll ja nie so viel Text auf Folien packen. Smartphone-Games gibt es jetzt auch schon ziemlich lange. Die haben oft das Problem, dass sie ja etwas darstellen. Der Bildschirm ist schon mal relativ klein. Der kann nie konkurrieren mit so einem großen Bildschirm, auf dem heute gerne gespielt wird oder auf so einer Beamer-Leinwand, auf der ich spielen kann. Ich habe so ein kleines Ding in der Hand. Dann ist es häufig so, dass ich darüber auch noch steuern muss. Das heißt, ich muss auch noch meine Finger auf dieses Bild legen und habe immer meine Hände noch mit drin. Bei uns können wir jetzt den ganzen Bildschirm als Controller nutzen, weil wir stellen ja nichts dar, also kann ich auch nichts verdecken. Das heißt, ich kann also den ganzen Screen benutzen und kann große Gesten machen. Die Gesten, die wir benutzen für die einfache Steuerung, einfach um mit dem Charakter zu laufen, die sind ganz primitiv, das ist einfach nur rechts, links wischen, nach vorne wischen, nach hinten wischen etc. Dann gibt es aber Zaubersprüche und die haben natürlich ein bisschen interessantere Gesten, ja, damit es auch ein bisschen spannend rüberkommt. Das heißt, wir können auch ganz beliebige Gesten zur Eingabe benutzen. Ich bin nicht darauf festgelegt, jetzt nur ein Fadenkreuz zu haben, sondern ich kann ganz neue Sachen ausprobieren. Toll ist auch, wir haben eine super Audioausgabe bei den meisten Smartphones. Schon lange sind Smartphones MP3-Player und sind darauf getrimmt, auch wirklich ein gutes Audiosignal zu liefern. Wenn ich einen Kopfhörer habe, dann kriege ich wirklich ein gutes Klangerlebnis. Fast jeder von Ihnen hat wahrscheinlich eins in der Tasche. Wer hat gerade kein Smartphone dabei? 3 Leute, also das ist ganz, ganz wenig. Ja. Das ist halt eine wunderbare Plattform. Ich kann es immer dabei haben, das ist akkubetrieben, ich muss es noch nicht mal irgendwo an Strom anschließen, ich kann einfach losspielen. Sound of Magic ist da natürlich auch sehr entgegenkommend, weil wir ganz wenig Akkuverbrauch haben. Wir machen ja nicht viel, wir spielen immer nur akustische Dateien ab. Für uns ganz praktisch, oder jetzt für die Everbytes, die 3 ehemaligen Studenten, die haben sich zu der Firma Everbyte zusammengeschlossen, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Für die ist natürlich toll, sie können selber auch distribuieren, sie können das selber an den Mann bringen. Am 10. Dezember ist Sound of Magic erschienen und ist in den Stores erhältlich, im App Store und im Play Store. Man kann sich das da kostenlos runterladen, die erste halbe Stunde kann man einfach mal ausprobieren und spielen. Wenn es einem gefällt, und ich kann jetzt schon sagen, unsere Konversionsrate ist extrem hoch, also etwa jeder 5. kauft es dann auch tatsächlich, der es mal ausprobiert hat, weil es ein sehr überzeugendes Erlebnis ist, dann kann man sich das entsprechend besorgen. Für 4,50 Euro hat man dann die vollen 9 Stunden. Der Preis ist extrem niedrig, weil es halt ein total neues Medium ist und wir da nicht noch eine zusätzliche finanzielle Hürde einbauen wollen, dass Leute das auch mal durchspielen. Günstige Anschaffung, auch das Smartphone. Heute, die an meinem Stand, die Smartphones, die kosten 80 Euro. Damit kann man hervorragend spielen. Die haben einen ganz tollen Klang. Und Speicherkapazität ist ein bisschen wichtig. Sound ist nicht so toll zu komprimieren. Wir brauchen 1,4 Gigabyte, das kann ich gleich schon sagen. Also wenn ihr es haben wollt, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen umräumen. So, genau, über die Master-Thesis hatte ich schon mal kurz gesprochen. Die Entwicklung will ich kurz noch aufzeigen. Wie sind wir da rangegangen und was hat das so für eine Zeit in Anspruch genommen? Vanessa und Kevin haben ihre Master-Thesis 2016 begonnen, also im März, das heißt genau vor 3 Jahren eigentlich. Bis zum November entsprechend Grundlagenforschung, Prototypenentwicklung, Probandentests gemacht und auch Richtlinien definiert. Wie macht man das jetzt wirklich? Das Spannende war halt, dass wir eben, komme ich gleich auch nochmal drauf, es gibt keine Erfahrung. Das war alles wirklich Grundlagenforschung. Erstaunlich war, dass wir nach einigen Iterationen wirklich einen Prototypen in der Hand hatten, der die Leute völlig begeistert hat. Und uns selber gewundert haben, dass es so gut funktioniert. Wir haben gedacht, die Leute, die Probanden werden irgendwann Orientierungsschwierigkeiten haben, weil sie haben ja keine Karte. Sie haben nichts Visuelles, an dem sie sich orientieren können.
Und wir haben dann auch wirklich komplexe Landschaften erzeugt, komplexe Räume mit vielen Verbindungen und Türen. Und die Leute sind da durchgerannt. Wenn sie zweimal den Weg gemacht haben, dann haben sie einfach genau gewusst, zack, 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 zweimal rüber, einmal nach oben, einmal nach rechts und dann stehe ich vor der Person und kann mit der reden. So konnten die ganz schnell durch dieses Spiel steuern, mussten sich auch diese Audiodateien gar nicht mehr anhören. Die sind nur noch mit einer Silbe so kurz angesprochen worden und da wussten die schon, okay, da geht's weiter. Als diese Masterthesis fertig war, hatten wir uns um Fördergelder beworben bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Hatten die auch überzeugen können und haben eine große Förderung bekommen, um das weiterzuentwickeln und zu einer Marktreife zu bringen. Meine Hochschule und ich selbst, wir haben das auch entsprechend weiter unterstützt. Ich habe die weiter beraten und sie konnten auch teilweise Equipment von der Hochschule dann benutzen, um dort entsprechend weiterzukommen. Das ist mittlerweile erlaubt. Zum Glück wurde das Landesgesetz geändert, dass die Hochschule da jetzt tatsächlich noch die Absolventen unterstützen kann. Wir machen das sehr gerne. Eine erste Veröffentlichung gab es, oder dass mir mal an die Öffentlichkeit gegangen ist, gab es 2017 an der Buchmesse, wo wir dann einfach mal da standen und geschaut haben, völlig neutrale, unbekannte Personen, wenn wir die da dran lassen, kommen die damit zurecht. Und auch da haben wir einfach nur positive Erfahrungen gemacht. Und dann schließlich gab es die Veröffentlichung jetzt im Dezember. Insgesamt hatten wir also 3 Jahre Forschungs- und Entwicklungszeit dort reingesteckt. Wenn man das jetzt spielt, dann wundert man sich so vielleicht und denkt, das ist ja völlig einfach und intuitiv und primitiv. Warum entwickelt man da 3 Jahre dran? Das kann man doch nur so machen. Aber das ist tatsächlich so, ist wie das Ei des Kolumbus. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach, aber um auf die Lösung zu kommen, braucht man ziemlich lange. Und ich sehe es auch jetzt immer wieder hier auch auf der Buchmesse, es gibt immer wieder Versuche, auditive Inhalte interaktiv zu machen. Und es gibt ganz, ganz viele Fallen und Fallstricke. Und ich sehe jetzt ganz viele Leute dort in Löchern versinken, die halt einfach nicht wissen, wo der Weg ist. Da braucht es einfach ein bisschen Forschung. So, also, wir hatten ein neues Medium vor uns. Es gab keine Guidelines, es gab keine Erfahrungswerte, Best Practices, all das gab es nicht. Wir hatten natürlich unser Grundstock an Game Design, was ich den Leuten schon vermitteln konnte, den Everbytes. Aber jetzt genau für so etwas ist es einfach neu. Das heißt, wir mussten uns das selber erarbeiten. Weitere Herausforderungen waren die Sprache alleine. Etwas nur mit Sprache zu vermitteln, ist nicht ganz so leicht. Auch auf der technischen Seite, wenn man heute Computergames macht, ist es so, dass die kommen eigentlich nie fertig auf den Markt. Sondern man spricht dann gerne von einem öffentlichen Beta-Test. Das heißt, die Studios werfen ein Spiel raus und wissen eigentlich, es funktioniert nicht wirklich. Aber wir sammeln die Fehler und patchen, so heißt es dann, flicken die Software hinterher. Das geht dann alles online. Das können wir nicht machen, weil wir haben hier Synchronschauspieler, die wirklich diese Charaktere darstellen. Die müssen wirklich in die Rolle eindringen, die müssen die Rolle durchdringen und die müssen diesen Charakter verkörpern. Wenn Sie das vielleicht nachher mal spielen an meinem Stand oder Sie können es sich auch sofort jetzt runterladen, dann werden Sie merken, es kommt eigentlich relativ wenig Information rüber, wie Sie sich das vorzustellen haben. Aber die Vorstellung kommt einfach ganz von selbst aus der Art und Weise, wie der Sprecher oder die Sprecherin diesen Charakter personifiziert. Ich frage dann auch immer, wie hast du dir diesen und jenen Charakter vorgestellt? Und das ist total spannend. Es gibt immer so ein paar Features, die sind völlig klar. Die kommen immer wieder rüber. In Details weichen dann die Fantasien ab. Und das macht es auch so spannend, weil jeder sein Spiel ganz individuell erlebt. Jeder hat das perfekte Spiel eigentlich vor sich, weil es ja nur in seinem eigenen Kopf entsteht und es entsprechend genau so zu ihm passt. Wir könnten die Sachen gar nicht so gut visualisieren, wie Sie sich das jetzt vorstellen können, so dass es genau zu Ihnen passt. Das ist dann meine Vorstellung. Und Sie kennen alle den Effekt, wenn Sie ein Buch gelesen haben und waren Fan von diesem Buch und gucken sich dann den Film an, dann denken Sie, oh, hab mir das viel schöner vorgestellt, das ist ja richtig doof. Ja, das war halt dann die Visualisierung des Regisseurs, ne? Der hat sich das halt so vorgestellt und das ist halt dumm. 3 Minuten noch? Super, passt. Sprache ist auch noch nicht gut synthetisierbar. Bilder können wir erzeugen mittlerweile relativ gut durch Algorithmen. Computer kann Bilder erzeugen, gerade im dreidimensionalen Raum, Modelle, die kann ich verändern.
zur Laufzeit. Kann das auch hinterher nochmal flicken, wenn dann halt irgendwas kaputt ist. Wenn bei uns die Sprache kaputt ist, wenn der Sprecher nicht gut gesprochen hat, wir müssten den wieder ins Studio holen, wir müssten den erst wieder in die Rolle reinkriegen und so weiter und so fort. Und man wird immer hören, dieser Take, diese Aufnahme wurde zu einer anderen Zeit gemacht, mit einer anderen Stimmung. Es passt nicht zusammen. Das bedeutet, wir konnten also nicht patchen. Wir mussten ein fertiges Produkt abgeben. Wir müssen eine stabile Fiktion liefern. Kleine Fehler haben große Wirkung. Das bedeutet, wenn dann eben so ein Sprecherfehler drin ist, passt nicht so ganz, dann wackelt dieses Gedankengebäude, in dem ich spiele. Das verliert an Stabilität. Das heißt, es muss wirklich alles genau aufeinander abgestimmt sein. Was wir machen, ist sehr subtil. Was ich vorhin gesagt habe, wir gehen ins Ohr rein und manipulieren das Gehirn. Dort entsteht das Spiel. Okay, das geht sehr subtil. Es hört sich ein bisschen gruselig an, aber es macht einfach nur Spaß. Fazit und Ausblick, das ist jetzt auch schon meine letzte Folie. Wir haben ein neues Medium begründet. Dieses Spielprinzip ist universell. Das bedeutet, Sound of Magic ist das erste Exemplar dieses neuen Mediums. Wir können jetzt ganz viele Geschichten damit erzählen. Auch ganz viele unterschiedliche Genres. Also wir denken an Science Fiction, wir denken an Krimis, wir denken an Liebesgeschichten. Das ist eigentlich relativ wurscht. All das, wo ich eine Person verkörpern kann, ich kann auch die Person mal wechseln, aber wo ich zu einer Zeit eine Person darstelle, kann ich so darstellen. Wir haben kombiniert die Immersionstiefe eines Hörspiels, ich tauche ja völlig ein, mit der Interaktionsbreite eines Computerspiels. Wir haben einen Editor entwickelt, das heißt Sound of Magic ist halt eben nicht ein Monolith und wir müssen von null anfangen, wenn wir eine neue Geschichte haben, sondern mit diesem Editor können wir auf grafische Art und Weise sehr schnell weitere Geschichten jetzt entsprechend entwickeln. Da oben habe ich mal so einen kleinen Screenshot, man erkennt da jetzt nicht viel, aber man sieht halt, da gibt es so Felder und sie ist ja verbunden mit Linien, um die Logik darzustellen und auch die Ansteuerung der Audiodateien. Jetzt bin ich mal ganz arrogant und sage, das sind die einzigen Leute, die wissen, wie es geht. Das heißt, wenn Sie eine Geschichte haben und Sie sagen, ich fände das toll, ein Spiel zu dieser Geschichte zu haben, so ein Audiogame, wie wir es gemacht haben, dann kontaktieren Sie bitte Everbyte, weil es gibt im Augenblick niemanden, der das gemacht hat und weiß, wie es geht. Weitere Inhalte höchster Qualität sollen folgen und wir suchen Partner. Wir suchen Partner, die Geschichten liefern, am besten schon bekannte Geschichten natürlich, die schon eine entsprechende Gefolgschaft haben, sodass wir der Gefolgschaft ein solches Spiel präsentieren. Und ja, ich bin am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, nochmal an der Stelle auch für die Aufmerksamkeit der Jury des Digital Publishing Award, die das Potenzial erkannt hat als Erste und uns für Sound of Magic den Sonderpreis verliehen haben. Und hiermit bin ich am Ende und bedanke mich.